ist meine Bewerbung für Seven vs. Fire. Fuck. Fritz, du sagst 14 Tage in Alaska? Ich sag in 14 Tage auf die Spitze vom Mount Everest. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Heute ist Tag Nummer 7 von meiner Everest-Wanderung und gestern ging es mir leider nicht so gut. Ja, und auch heute Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich ein bisschen Kopfweh. Was bedeutet das? Das sind die ersten Anzeichen von einer Höhenerkrankung. Eine Höhenerkrankung passiert, wenn man in zu kurzer Zeit zu schnell aufsteigt. Dann kann sich der Körper nämlich nicht an die dünne Luft hier gewöhnen und der Körper hat zu wenig Sauerstoff. Ja. Was mache ich jetzt dagegen? Naja, ich bleibe jetzt quasi hier in diesem Dorf und schlafe noch eine zweite Nacht. Aber das ist nicht das Einzige, was ich heute mache, sondern ich laufe jetzt auf 5000 Meter. Gerade bin ich auf 4200 Meter. Und wenn ich dann auf 5000 Meter bin, dann bleibe ich da so ungefähr so 2 Stunden. Und wenn ich dann da 2 Stunden geblieben bin, dann darf ich alles wieder zurücklaufen. Alles klar, da ist der Plan. Let's go! Fun Fact, aus einem Akklimatisierungstag gibt es 2 Regeln. Go high, sleep low und drink a lot of water. 3-mal dürft ihr raten, was ich in diesem Dorf da unten vergessen habe. Richtig, mein Wasser. Wie kann man so sein? Ich fuck mich manchmal selber so richtig ab, Alter. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Manchmal fuck ich mich so ab. Angekommen auf 4700 Meter. Man weiß, dass man angekommen ist, wenn man so Teile sieht, würde ich behaupten. Oh Gott, fuck. Gut, ich fühle mich echt gut, muss ich sagen. Also ich glaube, ich hätte auch theoretisch weiter wandern können heute. Sage ich nicht. Aber es ist wahrscheinlich besser, dass ich es nicht mache. Ist wahrscheinlich besser, weil aber man muss sich auch mal ein bisschen Pause gönnen. Heute wäre eigentlich der Plan gewesen, über den ersten Pass zu wandern. Der erste Pass, ein Pass, ist immer die niedrigste Stelle zwischen einer Bergkette. Das heißt, hier wäre es wahrscheinlich der Pass hier. Ui, 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 ui. War das anstrengend. Morgen alles nochmal hoch. Mit Backpack dann richtig. Ich würde sagen, ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht. Ist ja schon sicko hier. Also ist ja schon sicko. Oh Mann, am liebsten wäre ich weitergewandert. Oh fuck ey. Machst du nix. Der Plan ist tatsächlich, dass ich hier oben jetzt noch ein paar Videos drehe. Haha. Ich habe nämlich ab sofort eine Kooperation mit GoPro. What the fuck? Einfach GoPro, Alter. Ich fass es nicht. Also ich habe ja schon, also es kam ja immer mal wieder so Kooperationen an Fragen rein. Habe ich alle abgelehnt. Alle Schmutz. Digga, aber GoPro, also filme ich halt gerade mit. Nehme ich euch halt gerade mit GoPro. Ich fasse es nicht. Keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Ich bin hier echt in dieses Social-Media-Ding komplett reingerutscht. Ja, finde ich lustig. Naja, ich mache jetzt irgendwelche Videos für GoPro. Ich zahle mir dafür wieder das Geld. Okay, wenn die das wollen, dann mache ich das. Und ja. Puh, ich melde mich, sobald ich fertig bin. Let's go. Für mich gibt es jetzt so Buttercracker. Geil. Und ja, ich chill jetzt ein bisschen. So 1,5 Stunden oder so, bis sich mein Körper so an die Höhe gewöhnt hat. Dann steige ich wieder ab. Geil. Aber wenigstens hatte ich Zeit, ein paar coole Drohnenaufnahmen zu machen. Und die zeige ich euch jetzt mal. Untermalt mit epischer Musik.
komm jetzt. Let's go.